Herzlich willkommen zu Basics mit Kati. Heute ist Friseurtag, heute geht es um die Haare. Nicht um unsere Haare, sondern um die Haare des Pferdes. In diesem Falle um die Haare von Amy. Kerstin, Schweif und Mähne. Wir würden gerne wissen, wie man es richtig pflegt und dann auch, wie man richtig einflechtet für ein Turnier oder so. Fangen wir an mit der Pflege. Die Mähne müssen wir auf die andere Seite. Genau, Amy trägt ihre Haare rechts. Ich tauche mal durch. Ja, das sieht ja schon ganz schön aus. Was brauchen wir für die Pflege? Man kann die Mähne bürsten oder kämmen, je nachdem. Dafür gibt es verschiedene Utensilien. Mhm. Ich kann entweder eine Bürste nehmen oder einen Kamm. Hilfreich ist auch eine Schere, wenn ich die Mähne kürzen möchte. Die Pflege der Mähne ist eigentlich relativ unkompliziert. Ich kann entweder mit dem Kamm die Mähne durchkämmen oder eben eine Bürste nehmen und mit der Bürste den Dreck rauskämmen. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie verschmutzt die Mähne ist und wie dick die Mähne meines Pferdes ist. Mhm. Wie oft muss man die schneiden, die Mähne? Das hängt auch ein bisschen davon ab, was das Pferd macht, ob es ein Wiesenpferd ist, ob es ein Sportpferd ist und ob ich die Mähne eben einflechten muss oder nicht. Also die Sportpferde haben die Mähne ein bisschen kürzer, die schneidet man so alle 1-2 Monate. Mhm. Und die Wiesenpferde können die Mähne ruhig ein bisschen länger haben, das schützt mehr vor den Fliegen. Ah ja. Kommen wir zum Schweif. Wie sieht es da mit der Pflege aus? Mit dem Schweif ist es ein bisschen heikel, weil die Schweifhaare unheimlich lange brauchen, um zu wachsen. Mhm. Das heißt, es braucht mehrere Jahre, bis ein Schweifhaar von oben bis ganz unten wieder gewachsen ist. Mhm. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Schweif zu pflegen. Also ich kann entweder mit der Hand den Schweif verlesen. Das heißt, ich nehme so ein paar Strähnen und gehe dann mit den Fingern ganz langsam da durch. Dann kann ich Knoten lösen oder halt eben Stroh oder Heu raussuchen. Das ist eine Möglichkeit, die allerdings auch sehr lange dauert. Die andere Möglichkeit ist die, dass ich Schweifspray nehme, den Schweif einarbeite. Genau, hier haben wir Schweifspray. Das heißt, ich kann den Schweif einsprühen, überall, dass überall was hinkommt. Dann lasse ich es ganz kurz einwirken, bis es ein bisschen antrocknet. Jetzt ist es feucht. Das dauert so ein paar Sekunden? Ja, so 30 Sekunden oder so lässt man es einwirken, bis es überall verteilt ist. Und dann kann man eben vorsichtig den Schweif von unten nach oben hin ausbürsten. Ich persönlich drehe den Schweif immer und wickel ihn dann noch ums Handgelenk und kann dann mit der Bürste von unten vorsichtig das Ganze rauskämmen. Das hat halt zur Folge, dass das Risiko kleiner ist, dass ich Haare von oben ausreiße. Ne, kann man dann die Schlaufe was größer werden lassen und dann kämmen und stückchenweise, bis man oben angekommen ist wieder. Und man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man eben seitlich am Pferd steht, weil sie kann immer mal nach einer Fliege treten, dass man da nicht erwischt wird. Okay. So, wenn wir jetzt hinten das einflechten wollen fürs Turnier, dann musst du dich ja zwangsläufig schon mal dahinter stellen, oder? Ja, wenn man das Pferd kennt und das Pferd kennt auch die Pflege und das Einflechten am Schweif, dann ist es okay, wenn man nicht so aus dem Nichts kommt, sondern vorher sagt, hallo, ich komme mal gerade, pass mal auf. Dann kann man auch den Schweif einflechten. Man könnte hier hinten einen Bauernzopf flechten. Die Amy hat jetzt hier oben die Haare ein bisschen kurz. Es wird was schwierig werden, wenn man vielleicht in der Mitte ein bisschen tiefer anfängt. Mhm. Kann man es versuchen. Manche Pferde schubbeln sich ja auch hin und dann wird es auch schwierig. Wenn sie geht, kann man so ein bisschen mitgehen. Ist kein Problem. Sie weiß ja jetzt, dass ich dahinter stehe. Trotzdem muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die Pferde treten ja nicht gezielt nach mir, sondern sie könnten auch mal nach einer Fliege austreten. Ja. Und dann stehe ich genau in der Schusslinie. So, es geht mit ein bisschen gutem Willen. Aber schöner wäre es, wenn die Haare natürlich von hier oben auch lang sind. Ja. So, dann könnte man hier zum Abschluss kommen, indem man den Zopf zu Ende flechtet. Ich suche dir mal aus der Kiste ein Gummi raus. Oder brauchst du gar keins? Doch. So eins? Ja. So. Man könnte das jetzt hier zu Ende flechten und den Abschluss halt eben so halten und gucken, dass das der Rest so in die Schweifhaare übergeht. So. Wenn das jetzt oben noch länger wäre, sähe es etwas schöner aus. Mhm. Ja, aber so sieht es doch auch schon ganz schön aus. Für ein Turnier oder für eine Vorführung, für eine Quadrille oder so, wollen wir auch gerne vorne die Mähne einflechten. Zeig uns doch mal, wie das genau geht. Du hast schon einen richtigen Kamm dafür. Genau, ich habe dafür einen Mähnen- oder Einflechtkamm. Mhm. Ich brauche Einflechtgummis. Habe ich hier. Genau, und um eben die gleichmäßigen Abstände hinzubekommen, teile ich mir hier einen Abstand ein auf meinem Mähnenkamm. So. Dann brauche ich einen Hocker. Die meisten Pferde sind noch ein bisschen zu groß. So, um die Mähne einzuflechten, trenne ich erstmal die Schopfhaare von den Mähnenhaaren.
dass ich genau weiß, welches auf welche Seite gehört. Dann nehme ich meine vorher abgesteckte Kammbreite. Du nimmst die breite Seite? Genau, ich nehme die breite Seite. Das ist ein Erfahrungswert einfach, weil ich nicht 30 Zöpfe haben möchte auf dem Pferdehals. Und dann nehme ich die Haare, die übrig bleiben, so ein bisschen weg mit dem Gummi, dass sie mich nicht stören. Und kann also jetzt dieses Stück Mähne einflechten zu einem Zopf. Ist aber ja Geschmackssache, wie viele Zöpfe man macht, oder? Genau, ich persönlich finde es schöner, wenn es nicht zu viele sind, weil es auch eine optische Täuschung hervorrufen kann. Wenn der Hals dann zu lang aussieht mit ganz vielen kleinen Zöpfen, ist es manchmal besser, wenn man einfach, um den langen Hals was kürzer zu kriegen, ein paar weniger Zöpfe macht. Beim Dressurreiten, beim Springreiten wird manchmal gar nicht eingeflochten. So, kann man schön am Mähnenkamm gerade runterflechten. Ich flechte immer sehr feste, weil die Zöpfe ja nachher noch umgeschlagen werden. Und dann ist es einfacher. Ich nehme mal gerade einen Gummi. Also so einfach ein ganz normaler Zopf? Genau, ganz normaler Zopf, runterflechten. So, und wenn der fest ist, ist der nächste Schritt der, dass ich den doppelt umschlage, um dann wie so einen kleinen Knubbel oben zu haben. Kleinen Dutt. Mhm. So, und da wickele ich das Mähnengummi nochmal rum, ziemlich fest. Man kann noch ein zweites zur Befestigung dazu nehmen, wenn man möchte. Die Enden, die verschwinden dann nachher hier so am Mähnenkamm. Ja, das sieht doch schön aus. So würde ich jetzt das ganze Pferd einflechten, immer wieder die Abtrennung nehmen, die ich hier schon habe, und dann bis die ganze Mähne eingeflochten ist. Mhm. So, das sieht doch jetzt schon richtig schön aus. Klasse, man kann da auch noch Sachen drum machen. Ich habe ja noch was mitgebracht, so Schleifchen oder so Glitzergummis. Genau, man könnte jetzt zum Abschluss anstatt den weißen Gummi, das weiße Gummi, irgendwelchen anderen Schmuck dran machen zum Verzieren. Ganz modern sind auch noch irgendwelche Perlchen dran zu machen und um das Ganze noch ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Ist dann vielleicht nicht unbedingt fürs Turnier, aber für eine Vorführung zu Hause im Stall vielleicht gut geeignet. Ja, Amy ist fertig eingeflochten, ist parat gemacht für die Vorführung.